zusammen auf minitechnet.de. Die Firma Brunnen IT mit dem Onlineshop one.de ist einer der erfolgreichsten E-Tailer in Deutschland. Schon seit Anfang der Netbook-Szene mischt Brunnen IT heftig mit und hat mehrere Netbooks im Sortiment aufgenommen. Das erste Modell, das unter dem Namen A110 bzw. A120 und A150 lief, war ein 7 Zoll Netbook mit VIA C7 CPU. Das zweite Modell hatte ein 10 Zoll Display, aber ebenfalls eine VIA CPU. Nun gesellt sich die dritte, aber auch die schönste Produktserie zum derzeitigen Netbook-Sortiment hinzu. Das sind die Modelle One Mini A560 und One Mini A570. Das A560 ist mit Linux, das A570 mit Windows ausgestattet. Sehr interessant ist vor allem der Preis, denn die Linux-Variante startet bereits ab 319 Euro. Das ist derzeit das günstigste Angebot in Deutschland für 10 Zoll Netbook. Und auch das Modell A570 mit Windows XP ist mit 339 Euro sehr günstig. Das WAND wird übrigens vom taiwanesischen Auftragshersteller ECS Elite Group hergestellt und entspricht somit dem Modell ECS G10IL. Allerdings fehlt hier drinnen das UMTS und das Bluetooth-Modul. Vom Design her sieht es wirklich sehr schön aus. Zwar ist die Oberfläche rein aus Kunststoff, aber wir finden einfach die Linienführung sehr gut gewählt. Hier geschwungene Formen, sieht sehr stimmig aus. Die Oberfläche ist schneeweiß und man könnte eigentlich dieses Netbook glatt mit einem Apple MacBook verwechseln. One zeigt damit, dass nicht unbedingt Klavierlack benötigt wird, damit ein Produkt gut aussieht. Und das finden wir ist eigentlich sehr gut gelungen. Nicht so toll finden wir hingegen, dass die Tastatur recht klein ist. Sie ist zwar etwas größer geworden als wie die anderen Netbooks von One. Der Tastenabstand in der Breite ist zumindest auf 17 mm gestiegen. Allerdings ist der Tastenabstand in der Höhe bei 14 mm. Das ist schon recht knapp, wenn man eigentlich bedenkt, dass so viel Platz hier rum noch frei gewesen wäre, um eine größere Tastatur einzubauen. Selbst 8,9 Zoll Netbooks wie das Acer Aspire One oder das HP Mini Note haben eine größere Tastatur als das One Mini 560 und 570, obwohl hier ein 10 Zoll Display eingebaut ist. Das 10 Zoll Display weist im Übrigen eine Auflösung von 1024x600 Pixel auf. Die Helligkeit liegt knapp über dem Durchschnitt. Mit 130 Lux ist das wirklich ausreichend. Man kann auch in hellen Räumen arbeiten, darf aber nicht allzu viel verlangen, wenn man im Freien hinausgeht. Auffallend war, dass zum Beispiel die Ausleuchtung nicht ganz homogen ist und an den Rändern doch gewisse Schlieren sichtbar sind. Im Inneren steckt nun ein Intel Atom-Prozessor. Bisher waren alle Netbooks von One mit VIA CPUs ausgestattet. Das finden wir eigentlich eine sehr gute Steigerung in Anbetracht dessen, dass der Intel Atom doch deutlich mehr Leistung bietet als in VIA-Lösungen, auch in Anbetracht einfach der 3D-Leistung durch den Intel GMA 950 Chipsatz. Die CPU ist mit 1,6 GHz ausgestattet, entspricht dem aller anderen Netbooks. Das heißt, man darf jetzt nicht zu viel von diesem Produkt erwarten. Es ist auch eher nur als Zweitgerät für Office und Internet gedacht. Der Akku ist leider sehr klein, hat eine Kapazität von ca. 2000 mAh. Letztendlich hält das Gerät knapp 2 Stunden durch. Das ist die maximale Laufzeit. Im normalen Betrieb wird sich diese Laufzeit nochmal senken. Zu den Langläufern gehört es nicht, aber in Anbetracht des billigen Preises kann man das noch hinnehmen. Hier unten ist der Zugang zu den Speichermodulen und hier zum möglichen UMTS-Modul, wobei es nicht eingebaut werden kann, da die Kontakte fehlen. Die Festplatte befindet sich fest verankert im Gehäuse und die kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden. Sie ist jedoch mit 160 GB recht groß und dürfte somit mehr als für den Alltag reichen. Das Modell A560 wird mit Ubuntu Linux 8.10 ausgestattet. Das ist die neueste Version von Ubuntu Linux. Und wie uns One mitteilte, unterstützt Ubuntu Linux
die Intel-Plattform deutlich besser ist wie die VIA-Plattform, sodass eigene Treiber jetzt nicht kompiliert werden mussten. Der Start von Ubuntu Linux dauert zumindest etwas länger als wie bei Windows. Das ist aber normal so. Es wäre natürlich jetzt schon interessant, wenn One Ubuntu optimieren würde, dass der Startvorgang einfach viel schneller abläuft. Ein weiterer Nachteil von Ubuntu ist, dass sich der Lüfter nicht im Silent Mode verändern lässt, sodass Linux-User einen hörbaren Lüfter in Kauf nehmen müssen. Wie man sehen kann, sind auch schon die ganzen Desktop-Effekte aktiviert mit Compits. Zum Beispiel der Flipscreen, gar kein Problem. Auch die schönen Fensterverschiebungseffekte, schon cool, einfach unter Linux. Ubuntu ist natürlich mit einer Menge Software ausgestattet. Hier gibt es OpenOffice als Office. Ersatz, Evolution für E-Mail und Kalender, Grafikprogramme wie GIMP, Internetanwendungen wie Firefox, Pidgin als Messenger zum Beispiel, natürlich eine Reihe an Spielen sowie Unterhaltungsprogramme. Bei der Windows-Version ist eben die Reduzierung des Lüftergeräusches möglich. Der Startvorgang ist deutlich schneller und One hat auch hier ein Softwarepaket von OpenOffice beigelegt, sodass man eigentlich gleich arbeiten kann. Zusätzlich ist hier der Adobe Reader installiert und die Crazy Cam Suite. Und man kann sich hier zum Beispiel solche Avatare hinzufügen, wobei diese jetzt nicht auf Bewegung reagieren. Eine kleine Spielerei. Mit der neuen Serie One Mini A500 ist Brunnen-ID sicher ein guter Wurf gelungen und vor allem lässt sich das Produkt einfach wegen des günstigen Preises sehen. Wer ein kleines Budget zur Verfügung hat, aber dennoch ein 10 Zoll Netbook zu einem günstigen Preis erhalten möchte, ist sicherlich mit dem One A560 und One A570 bestens bedient. Den kompletten Testbericht zu diesem OneNetbook finden Sie in Kürze auf der Website www.minitechnet.de. Vielen Dank für Ihr Zusehen und auf Wiedersehen.